Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 10. Wollen wir mal gucken, worum es da geht. Da steht es, Antrag der Fraktion der Piratenfraktion, 12.103 ist die Drucksachennummer. Schülerinnen und Schüler vor Werbung an Schulen bewahren, Schulsponsoring verantwortlich gestalten. Ich öffne die Aussprache und für die Piratenfraktion hat das Wort der Fraktionsvorsitzende im herrlich blauen Sweatshirt heute. Herr Marsching, Sie haben das Wort. Blau. Schwarz. Schwarz? Auf schwarzer geht's nicht. Ja, wunderbar. Aber eigentlich kein Jackett, wie das so verabredet ist. Ein Jackett ist es nicht, nee. 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 Aber vielleicht wird es noch ein Jackett, während er redet. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuschauer zu Hause. Grundsätzlich gilt, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, Werbung hat an Schulen nichts verloren. Warum ist das so? Schule ist eine öffentliche Institution und wir haben den Schulzwang, wir haben die Schulpflicht und wir können Kinder und Jugendliche nicht zum Besuch einer Schule verpflichten, wenn sie da, wir können das nicht rechtfertigen, wenn sie da einem Einfluss ausgesetzt wären, der nicht unmittelbar etwas mit dem Erziehungs- oder Bildungsauftrag der Schule zu tun hat. Offensichtlich ist das bei Werbung nicht der Fall. Bei Sponsoring ist das Ganze schon ein bisschen komplizierter. Denn das Schulgesetz erlaubt Sponsoring und da gibt es dann eine Grauzone, denn jeder Einzelfall muss beurteilt werden. Das Schulsponsoring ist dann erlaubt, wenn schulische Zwecke überwiegen. Es ist also in der Schule, also durch den Schulträger und die Schulleitung abzuwägen, ob ein jeweiliges Sponsoring tatsächlich zulässig ist oder nicht. Die jüngeren Fälle zeigen, dass dies aus unterschiedlichen Gründen nicht immer so gut funktioniert. Zwar hat das Ministerium für Schul- und Weiterbildung im Jahr 2010 eine Broschüre rausgebracht, das wird die Frau Ministerin auch gleich noch 10-mal betonen. Einmal, okay, ich werde mitzählen. Aber wir sehen, das Problembewusstsein ist möglicherweise trotzdem nicht überall vorhanden, denn sonst käme es ja nicht zu diesen Fällen. Seit Beginn der Legislatur fragen wir hier, wie sieht es aus mit Werbung und wie sieht es aus mit Schulsponsoring. Schon im Frühjahr 2013 in einer kleinen Anfrage der Kollegin Rydlewski zu Sammlung von Schülerdaten durch Gutscheinaktionen an Schulen bekommen wir die Antwort: A, die Gutscheinaktion sei unzulässig. B, es wären ja nur aus zwei Regierungsbezirken wenige Fälle bekannt. Und C, man werde, Zitat, kurzfristig im Rahmen von Dienstbesprechungen die Bezirksregierung nochmal auf die geltende Rechtslage hinweisen und diese bitten, die Schulen in entsprechender Weise zu unterrichten. Im Herbst 2015 dann wird bekannt durch Lobby Control, dass Schulen mit RWE eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen haben. Da haben wir dann einen Bericht angefordert. Da sagt das Ministerium A, es sind ja nur zwei Fälle bekannt. B, die Vereinbarungen sind unwirksam und widersprechen dem Schulgesetz, sehr löblich. Und C, nach bisherigen Erfahrungen seien die Schulleitungen in der Regel der Thematik der Einflussnahme durch Dritte gegenüber sehr sensibel und würden verantwortungsbewusst entscheiden. Und dann kommt noch ein D, dennoch, die zuständige Bezirksregierung, das habe ich schon mal gehört, werden gebeten, die Schulen darauf hinzuweisen, dass die Kooperationsvereinbarungen überprüft werden müssen und die Anwendungspraxis muss der geltenden rechtlichen Regelung angepasst werden. Also anscheinend haben wir da immer noch ein Problem. Jetzt haben wir innerhalb von einer Woche zwei Fälle von unzulässigem Sponsoring und das an einer größeren Anzahl von Schulen. Das ist nicht im Sinne der Schülerinnen und Schüler, das ist aber auch nicht in unserem Sinne, denn das gefährdet die Akzeptanz der Institution Schule. Erstes Beispiel Amazon. Lobby Control hat schon am 5. November über die Amazon-Aktion berichtet. Das Ministerium hat aber erst dann reagiert, als das hessische Kultusministerium die weitere Teilnahme an ähnlichen Veranstaltungen untersagt hat. Die Frankfurter Rundschau zitiert da das Kultusministerium Hessen mit den Worten, es sei offensichtlich, dass es dem Unternehmen ausschließlich um das eigene Image in der Öffentlichkeit geht. Jetzt hat das Ministerium für Schule und Weiterbildung letzte Woche, allerdings nachdem wir den Antrag eingereicht haben, gegenüber der Presse die Teilnahme als unzulässig erklärt. Ich habe drei Fragen an Sie, Frau Ministerin Löhrmann.
Erstens eine Frage von allgemeinem Interesse. Werden die Schulen und die Schulträger durch das MSW jetzt nochmal informiert, und zwar nicht nur über die Broschüre, sondern gibt es weitere Maßnahmen? Dann habe ich eine Frage fürs Fachpublikum. Was sind denn die Gründe für die Entscheidung, dass die Teilnahme an diesem Wettbewerb für unzulässig erklärt wurde? Und ich habe eine Frage für Lobby Control, denn die müssen sich ja veräppelt vorkommen, wenn 6 Monate gar nichts passiert und erst ein Signal aus Hessen kommen muss, bevor das Schulministerium reagiert. Warum wurde der Verstoß erst nach 3 Jahren entdeckt und was haben Sie jetzt vor, gegen Meinungsmache und Marketing an Schulen zu unternehmen? Und wir hatten einen zweiten Fall, Panini als Stichwort. Da wurden Produkte platziert in Schulen durch eine professionell und systematisch organisierte Aktion, durch eine Firma organisiert. Da gehen Schulen offensichtlich Sponsoring-Verträge ein, wo sie vorher gar nicht wissen, was sie hinterher bekommen, sozusagen ein Sponsoring-Abo. Jetzt sagen Sie mir bitte, wie man da beurteilen kann, ob das Sponsoring einem schulischen Zweck dient. Nämlich gar nicht. Und auch hier, Frau Ministerin, hätte ich gerne Ihre Sicht auf diese Problematik. Die Debatte ist nicht möglich, ohne dass wir uns fragen, warum gibt es das Sponsoring überhaupt? Und da möchte ich zum Schluss kommen mit einem Zitat. Angesichts der zunehmenden Finanznöte der Schulträger versuchen Schulen an zusätzliche Mittel zu kommen. Das ist aus dem Ratgeber im Schulrechtshandbuch NRW. Wir müssen also mit den kommunalen Schulträgern erörtern, wie man an eine bessere sächliche Ausstattung der Schulen kommt. Denn klar ist, wenn die öffentliche Hand ihre Aufgaben nicht ordentlich finanzieren kann, wenn Schulen auf die Zuwendung Dritter angewiesen sind, dann untergräbt man die Akzeptanz der öffentlichen Schule. Und das darf uns nicht passieren. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Marsching. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, darf ich in aller Freundschaft Herr Kollege Marsching noch einmal daran erinnern, dass die Landtagspräsidentin zu Beginn der Wahlperiode die Abgeordneten gebeten hatte, in angemessener Bekleidung ins Plenum des Landtags zu kommen und insbesondere dann, wenn man ans Rednerpult tritt. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber das hat was mit der Würde des Hauses und mit dem Bild zu tun, das wir als gewählte Abgeordnete bei aller Unterschiedlichkeit der inhaltlichen Position nach außen vermitteln. Mehr will ich dazu nicht sagen. Vielleicht schauen Sie dieses Schreiben der Frau Landtagspräsidentin noch einmal nach. Das würde ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben. Und jetzt erteile ich für die SPD-Fraktion Herrn Kollegen Weiß das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Piratenfraktion, ich kann gleich zu Beginn feststellen, dass Ihr Antrag eine Regelung in den Mittelpunkt stellt, die eigentlich längst entschieden, klar definiert und abschließend eigentlich auch ausgearbeitet ist. Eins vorweg, kommerzielle Werbung, Herr Marsching, das haben Sie gesagt, wollen wir genauso wenig wie Sie. Das ist aber gar nicht der Punkt, denn das Verbot von Werbung an Schulen ist nicht neu und im Übrigen auch eindeutig rechtlich im Schulgesetz in NRW in § 99 Absatz 2 geregelt. Sponsoring ist unter bestimmten Umständen, auch das haben Sie erwähnt, erlaubt. Diese liegen beispielsweise vor, wenn Leistungen von Sponsoren im Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schulen oder von der Schule vereinbar ist. Sie fordern unter Punkt 1 in Ihrem Antrag dazu auf, ich zitiere, Schulen und die Öffentlichkeit über die bestehenden Regelungen zum Schulsponsoring wirksam zu informieren. Das passiert doch schon längst. Der umfangreiche Leitfaden, jetzt können Sie gleich anfangen zu zählen, Herr Marsching, des Schulministeriums Schulsponsoring heute, Nummer 1, klärt über Rechtsgrundlagen, Anwendungsbeispiele, Nutzen und Gefahren detailliert und praxisorientiert auf. Nicht nur dieser Leitfaden, sondern auch Ausführungen im amtlichen Schulblatt der jeweiligen Bezirksregierung geben den verantwortlichen Schulleiterinnen und Schulleitern genügend Wissen an die Hand, um im Zweifel angemessen entscheiden zu können. Das tun die Schulleitungen im Übrigen nicht allein, sondern es liegt ein Beschluss der Schulkonferenz nachher zugrunde, die ja zu einem Drittel aus Schülerinnen und Schülern, Betroffene, Eltern, Betroffene und natürlich Lehrerinnen und Lehrern ebenfalls dann Betroffene sind, besteht. Sollten dann immer noch am Ende einer solchen Konferenz
rechtliche Fragen bestehen, kann sich wiederum die Schulleitung jederzeit an die Behörden, an die Schulaufsichtsbehörden wenden. Sie fordern weiterhin, dass die Themen Werbung an Schulen und Sponsoring in die Schulleitungsqualifizierung zu verankern sei. Auch diese Forderung wird schon lange erfüllt. Zur Schulleitungsqualifizierung gehören zwingend Kenntnisse des Schulgesetzes. Und ich kenne durchaus Kolleginnen und Kollegen, die da besser Bescheid wissen im Schulgesetz als so mancher Jurist. Sie möchten unter Punkt 3, dass die bestehenden Regelungen zum Sponsoring geprüft und gegebenenfalls präzisiert werden. Genau dieser Prozess der Begleitung und der Beratung wird seitens der Bezirksregierung und der Schulaufsicht fortlaufend aktualisiert und den neuen Entwicklungen angepasst. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die Verantwortlichkeit der Schulleitungen zu sprechen kommen. Seit dem Jahr 2000 verfolgen wir in NRW den Grundsatz der selbstständigen und eigenverantwortlichen Schulen. Das bedeutet in der Konsequenz auch Vertrauen in die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Schulleitungen zu haben. Ich glaube nicht, und das spreche ich aus persönlicher und aus eigener Erfahrung als Schulleiter, dass Entscheidungen für Sponsoring und Kooperation mit Unternehmen leichtfertig, unüberlegt und im Zweifel ohne Rücksprache mit irgendwem, meinetwegen auch der Schulaufsichtsbehörde, getroffen werden. Wie, meine Damen und Herren, läuft das in der Praxis ab? Ich bekomme als Schulleitung ein Angebot auf den Tisch und gehe zu meinem Vertreter, zu meiner Vertreterin. Zwei Leute sind involviert. Danach gehe ich zum Lehrerrat. Wieder mehrere Personen, die involviert sind. Das Ganze wird dann getragen in das Kollegium und anschließend in die Schulkonferenz. Es sind also genügend Personen am Entscheidungsfindungsprozess beteiligt. Wenn Sie auf den Fall, und das haben Sie gerade getan, des Schreibwettbewerbs des großen Versandhändlers an Grundschulen hier bei uns anspielen, ist die Haltung des NRW-Schulministeriums die gleiche im Übrigen wie die in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Sie haben das gerade zitiert, ich erspare mir das. Sie fordern, dass Schulträger in die Lage versetzt werden müssten, auf Schulsponsoring verzichten zu können. Herr Masching, Sie werden mir sicherlich darin übereinstimmen, dass Schulen Partnerschaften und Kooperationen mit anderen außerschulischen Institutionen, Organisationen und Unternehmen benötigen. Dass solche Kooperationen neue Perspektiven ermöglichen können, etwa in gesellschaftlicher Hinsicht, aber vielleicht auch als Perspektive für die Arbeitswelt, in die die Schülerinnen und Schüler ja dann in absehbarer Zeit eintreten werden. In meinem Wahlkreis, in meiner Heimatstadt, gibt es ein großes Chemieunternehmen, das sich vermehrt um Schülerinnen und Schüler durch Kooperationen bemüht. Manchmal erwächst daraus ein Studium der jungen Leute oder ein Ausbildungsplatz. Und ich denke, das ist nicht das Schlechteste. Ihr Antrag, ich komme dann zum Schluss, auch wenn er vielleicht wohlwollend gemeint sein mag, erschließt sich uns in praktischer Anwendung nicht und hält der Realität an Schulen in NRW im Ganzen so nicht stand. Nach der Überweisung im Schulausschuss werden wir uns damit sicherlich noch weiterhin beschäftigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kollegin Korte. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, Schulsponsoring ist nicht wirklich neu. Das gibt es seit vielen Jahren und wird weitestgehend erfolgreich praktiziert. Natürlich ist der Grat zwischen Sponsoring, das erlaubt ist, und verbotener Werbung schmal. Aber bis auf die wenigen eben auch zitierten Ausnahmen hat es in den vergangenen Jahren keine wirklichen Probleme mit der Einschätzung durch die Schulleitung und ihre Gremien gegeben. Nennen wir Ross und Reiter. Auf einer Schulsponsoring-spezialisierten Agentur aus Recklinghausen liefert regelmäßig Werbeartikel an Schulen. Das können Getränke einer bekannten Marke sein, Buntstifte eines bestimmten Herstellers, Pflaster mit Werbelogo, die dann im Sanitätsraum landen. Alles logische und praktische Dinge eben.
Aber vor kurzem waren halt die von Ihnen auch angeschnittenen Sammelheftchen, Fußball-Sammelheftchen dabei, die in klassengrößengerechten Paketen an die Schule geliefert wurden. Das hat gewiss nichts mit dem Schulalltag zu tun. Im Gegenteil. Wer Kinder hat oder sich selber auf dem Schulhof noch daran erinnern kann, Bildchen getauscht zu haben, weiß, dass wenn man so ein Album füllen möchte, man ganz schnell am Ende des Taschengeldes angelangt ist. Im Oktober 2015 war es der Energiekonzern RWE, der in die Kritik geraten ist, weil er kostenlose Brotdosen an Erstklässler vermittelt hat, Sportfeste bezahlt und kostenlose Unterrichtsmaterialien über den angeblichen Nutzen von Braunkohle an Schulen verteilte. Oder ein aktueller Fall, Herr Marsching, an den Sie eben erinnerten, mit einem Wettbewerb wollte Amazon kreatives Schreiben von Schulkindern fördern. Um den Preis entgegenzunehmen, reisten beispielsweise Grundschüler aus Mörs-Hützgendonk in das Logistikcenter dieses Online-Händlers nach Rheinberg. Und was passierte? Nicht unerwartet, in einer Halle voller Spielzeug haben die kleinen Besucher den eigentlichen Sinn dieses Ausfluges aus dem Blickfeld verloren. Da ist es eindeutig, dass der kommerzielle Zweck vor die Bildung gerückt ist. Was also oder wo also hört Sponsoring auf und wo beginnt Werbung? Zitat, ich greife nochmal darauf zurück, jede Werbung, die nicht schulischen Zwecken dient, ist in der Schule unzulässig. So heißt es im Landesschulgesetz. Sponsoring ist demnach zulässig, wenn der damit verbundene Werbezweck mit dem Schulauftrag vereinbar ist. Schulen dürfen Zuwendungen von Herstellern entgegennehmen, aber der Werbeeffekt muss deutlich hinter dem schulischen Nutzen, da komme ich wieder auf die Buntstifte, zurückstehen. In der FAZ vom 4.7.2010 findet sich unter der Rubrik Beruf und Chance das Beispiel des Pestalozzi-Gymnasiums in Unna. Der damalige Schulleiter Helmut Schorlemmer hat mit verschiedenen Sponsoren Verträge abgeschlossen. Unter anderem bot eine Versicherungsagentur ein Assessment Center für Oberstufenschüler an, ein IT-Unternehmen Bewerbungstraining. Schaut man heute auf die Website dieser Schule, hat zwar die Schulleitung inzwischen gewechselt, aber das Konzept hat sich fortentwickelt. Es war offensichtlich ein Erfolgsmodell, denn die Liste der Sponsoren ist lang. Grundsätzlich stimmen wir von der CDU-Fraktion Ihrem Antrag zu, das Schulsponsoring verantwortungsvoll zu gestalten. Diese Verantwortung, und Herr Weiß hat darauf eben hingewiesen, sollten wir den Schulleiterinnen und Schulleitern vor Ort und den dazugehörigen Schulkonferenzen zutrauen. Denn bis auf ganz wenige Ausnahmen funktioniert es gut. Was wir aber nicht machen sollten, die Schülerinnen und Schüler zu sehr in Watte packen. Wir können sie zwar in der Schule vor zu viel Werbung schützen, aber im Leben außerhalb der Schule funktioniert das nicht. Und jetzt komme ich zum Kern meines Ansatzes. Sinnvollerweise muss die Schule einen kritischen Umgang mit Werbung vermitteln. Aus meiner Sicht ist dies eine ganz wesentliche Aufgabe, auch in diesem Bereich die Kinder und Jugendlichen alltagstauglich zu machen. Mehr Argumente können wir selbstverständlich im Ausschuss miteinander austauschen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Korte. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Schmidt-Promny. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da wir uns alle auf denselben Antrag beziehen, kann ich Ihnen jetzt nichts Wesentliches Neues vermitteln, sagen. Ich möchte aber trotzdem auch die Sicht meiner, unserer Fraktion wiedergeben. Schülerinnen und Schüler, ja, ist schade, in anderen Fällen wird es wieder anders sein. Schülerinnen und Schüler vor Werbung an Schulen bewahren, Schulsponsoring verantwortungsvoll gestalten. Dieser Überschrift des Antrages der Piraten stimmen wir wohl alle zu.
Das Thema ist nicht neu, das haben Sie gesagt. Es war in den letzten Jahren mehrfach Thema, zuletzt im Schulausschuss am 18.11. letzten Jahres. Die Diskussion im Ausschuss hat aber auch deutlich gemacht, dass niemand in diesem Parlament Werbung in Schulen befürwortet. Werbung in Schulen ist grundsätzlich verboten. Schulsponsoring jedoch bietet Schulen die Möglichkeit, von Dritten unterstützt zu werden, durch Institutionen, Verbände und auch durch Unternehmen. Dies hilft, besondere Maßnahmen und Projekte zu realisieren. Es geht wohl nicht um die grundständige Ausstattung von Schulen. Ich will es an einem Beispiel sagen. Ich kenne aus Aachen viele Projekte, wo Schulen eine Zirkuswoche gemacht haben. Das könnte sich die Schule nie leisten, wenn sie nicht zusätzliche Gelder eintreiben würde, sei es aus der Bezirksvertretung, sei es aber auch von Unternehmen aus dem Bereich. Für diese Projekte gilt der Grundsatz, dass diese Unterstützung mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule vereinbar ist und sein muss. Eine mögliche Werbewirkung für den Zuwendungsgeber muss eindeutig hinter dem Schulnutzen zurücktreten und nicht nur überwiegen, Herr Marsching, wie Sie gesagt haben. Die Annahme der Unterstützung ist verantwortungsvoll zu handhaben. Ja, und deshalb trifft der Schulleiter oder eine Schulleiterin eine solche Entscheidung auch nicht allein. Sie bedarf der Zustimmung der Schulkonferenz und auch des Schulträgers. Damit sind Kontrollinstanzen gegeben. Ohne dem Schulsponsoring Tür und Tor öffnen zu wollen, ist es also eine Frage des Was und des Wie. Denn eine Schule steht nicht für sich allein. Sie braucht außerschulische Partner. Das trifft sowohl für Schulsponsoring zu, wie auch für die Vernetzung mit Unternehmen, um Schülerinnen und Schülern einen Kontakt zur Arbeitswelt und zu möglichen Praktika zu bieten. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Marsching zulassen? Ja. Dann bitte. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Sind Sie bereit anzuerkennen, dass, wenn Sie sagen, es ist eine Kooperation und mehrere gucken drauf, was beim Sponsoring passiert und was nicht, wenn Sie sagen, der Schulträger wird ja mit einbezogen, die Schulleitung wird mit einbezogen, dass wir genau das Problem hatten, dass bei dem Formular, das nach diesen Dauersponsoring-Verträgen gefragt hat, eben es gar kein Feld dafür gab, das abgefragt hat, ob der Schulträger überhaupt einverstanden ist. Das haben Schulleiter alleine, vielleicht in Absprache mit der Schulkonferenz, noch entschieden, unterschrieben, und die Schulträger wurden teilweise gar nicht gefragt. Sind Sie bereit, das in diesen speziellen Fällen anzuerkennen? Also die speziellen Fälle habe ich nicht vorliegen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde es aber einen wichtigen Hinweis, den Sie uns da mitgeben. Und ich denke, dann sollte man das noch mal abklären. Meines Erachtens gehört eine Schulträgerzustimmung dazu. So, ich würde gern weitermachen. Ich weiß nicht, ob genau diese Unterschrift auch vorgeschrieben ist. Wir werden es sehen, wir werden es klären. Ich kenne dieses Formular jetzt nicht, muss ich Ihnen leider zugestehen. Ja? Geht jetzt noch mal mit dem Blick auf die Schule weiter. Umgekehrt erfährt die Schule durch eine solche Unterstützung aber auch Wertschätzung ihrer Arbeit und ihrer Aufgabe als Bildungsinstanz. Die Steuerung dieser Unterstützung oder Kooperation erfolgt nicht über das Ministerium. Es gibt kein zentrales Register des Schulsponsorings. Um Schulen Hilfestellung zum Umgang mit Schulsponsoring zu geben, das haben wir gehört, gibt es den Leitfaden Schulsponsoring heute, der das Thema zum einen grundsätzlich aufarbeitet, der praktische Tipps gibt, eine Checkliste zur Auswahl der Sponsoren und, das finde ich hilfreich für Schulen, einen Mustervertrag. Darüber hinaus verweist das Ministerium darauf, dass die Schulen in Zweifelsfällen bezüglich des Werbeverbotes und des Schulsponsorings von den Schulaufsichtsbehörden beraten lassen können. Wenn wir den Ansatz der selbstständigen Schule ernst nehmen, dann gehört auch die Frage des Schulsponsoring zum verantwortungsvollen Handeln der Schule selbst. Erfahrungsgemäß gehen Schulleitungen sensibel mit der Frage dieses Schulsponsorings um. Es ist aber nicht einfach für Schulen, Angebote von möglichen Partnern von vornherein in der Gänze richtig einzuschätzen. Eine kritische Begleitung halten wir für sinnvoll. Als negatives Beispiel, das haben wir gehört, war der Schreibwettbewerb Kindle Storytelling Kids des Versandhändlers Amazon. Auf den geht ja Ihr Antrag auch ein. Als Preis waren E-Book-Reader von Kindle ausgelegt. So kann das Unternehmen neben der angekündigten Unterstützung der Lese- und Schreibfähigkeit von Kindern durchaus für sich einen Vorteil ziehen, denn aus diesen Geräten können nur elektronische Bücher aus dem Amazon-Angebot aufgerufen werden. Diese Aktion sehen wir sicher alle kritisch.
Sie, die Piraten, verweisen auf das hessische Kultusministerium, das die Aktion als schulrechtswidrig bezeichnet. Der nordrhein-westfälischen Landesregierung aber halten Sie vor, dass sie eine öffentliche Bewertung des, dass eine öffentliche Bewertung des Sachverhaltes ausstehe. Aber ist es nicht... Also, ich mache mal die zeitliche Folge klar. Ich habe Ihren Antrag gelesen. Ich beziehe mich auf Ihren Antrag. Ich habe sehr wohl gehört, dass Sie eben in Ihrer Rede etwas anders formuliert haben. Gestatten Sie mir aber, dass ich auf den Antrag Bezug nehme. Deshalb fange ich den Satz noch mal an. Der nordrhein-westfälischen Landesregierung aber halten Sie vor, dass eine öffentliche Bewertung des Sachverhaltes aussteht. Aber ist es nicht vielmehr so, dass auch das Schulministerium NRWs die Teilnahme am Amazon-Wettbewerb als unzulässig erklärt hat? In meiner Region war dies bereits Gegenstand eines Zeitungsartikels, also von daher dürfte es sehr bekannt sein. Wir sagen, und damit komme ich zum Abschluss, wir sagen ganz klar, Vorhaben wie der Amazon-Wettbewerb gehören nicht an die Schule. Aber ist deshalb ein Vorlesetag im November, bei dem Buchhandlungen Klassen zu einer Lesestunde einladen, schon eine unzulässige Unterstützung? Da sagen wir nein. Es gilt in jedem Fall zu prüfen und abzuwägen. Diese Verpflichtung ist gängige Praxis. Ihr Antrag ist weitgehend obsolet. Ihre Forderungen sind bereits Realität. Die Abwägung im jeweiligen Einzelfall muss den Schulen unter den klar restriktiven Rahmenbedingungen erhalten bleiben. Eine weitergehende bürokratische Regelung für unsere Schulen lehnen wir ab, denn in den Fokus der kritischen Betrachtung gehören meines Erachtens nicht die Schulen, sondern die Unternehmen, die versuchen, entgegen den Bestimmungen Einfluss auf Schulen, Lehrerinnen und Lehrer und insbesondere auf Schüler und Schülerinnen zu nehmen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmidt-Promny. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Gebauer. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann es an dieser Stelle ganz kurz machen. Es passiert ja selten in diesem Hause, dass es derart übereinstimmende Meinungen gibt, jetzt mal ausgenommen die Piraten. Und ich möchte Ihnen jetzt nicht all das wieder noch einmal vortragen, was bereits durch meine Vorrednerin und Herrn Voss Ihnen bereits schon kundgetan worden ist. Ich kann mich in vollem Umfang, passiert ja wirklich selten, den Ausführungen anschließen. Ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass wir dieses eigenverantwortliche Handeln der Schulleitungen hier an dieser Stelle stärken. Es gibt den Leitfaden, der angesprochen worden ist. Man kann jetzt vielleicht noch mal darüber nachdenken, dass es zum Schuljahresauftakt noch mal ein Schreiben da seitens des Ministeriums gibt, wo auf diesen Leitfaden hingewiesen wird. Aber im Endeffekt halten wir es für richtig und wichtig, dass die Schulleitungen, das wollen wir auch, entsprechend ihrer Kompetenzen dort Entscheidungen treffen, die sie dann auch in ihrer Verantwortung tragen, und alles Weitere dann später noch im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gebauer. Sie meinten sicherlich Herrn Kollegen Weiß. Das zur Klarstellung. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Lörmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, trotz der fortgeschrittenen Zeit, denke ich, es war ja auch gewünscht, dass ich sozusagen als oberste Schulaufsicht hier doch ein paar Dinge noch erläutere. Ich will vorweg schicken, dass ich nicht nur in meiner Funktion, sondern auch persönlich die strikten Regelungen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, ausdrücklich richtig finde. Und ich will daran erinnern, dass es vor einiger Zeit mal Versuche gab, dieses strikte Werbeverbot zu lockern. Und ich habe mich damals ausdrücklich und offenbar erfolgreich dafür stark gemacht, dass das nicht passiert, weil das gut und richtig so ist, wie es in unserem Gesetz geregelt ist. Ich finde es auch wichtig, wenn Sie Vorfälle dieser Art haben, dass Sie die an uns herantragen, wenn das nicht sowieso durch die Öffentlichkeit oder die Schulen oder die Bezirksregierung passiert. Aber die Behauptung oder der Ansatz, will da gar keine Schärfe reinbringen, dass es vermehrt Fälle gäbe in letzter Zeit, sind dem Schulministerium nicht bekannt. Und ein Hinweis auf eine fehlende Bewertung zu den Schulwettbewerben eines Versandhändlers trifft nicht zu. Und ich erlaube mir den Hinweis, dass wir auch schon vor Ihrem Antrag reagiert hatten. Es findet nicht immer alles direkt Niederschlag in den Medien, was wir verlautbaren, und dass wir auch nicht monatelang andere Anfragen anderer Partner oder Akteure in diesem Bereich haben verstreichen lassen. Im Mai hat das Schulministerium Kenntnis von dem Wettbewerb erhalten und den Sachverhalt unverzüglich geprüft.
Er ist, ich nenne bewusst eben den Händler hier nicht, im Gegensatz zu anderen, er ist wegen des überwiegenden Werbecharakters unzulässig. Diese Bewertung wird in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen geteilt. Die Betroffenen, und dass die Frankfurter Rundschau vielleicht etwas näher an Hessen dran ist, das kann man ja vielleicht nachvollziehen. Die betroffenen Bezirksregierungen, in deren Bezirk ein Logistikzentrum des Händlers liegt und deren Schulen potenzielle Adressaten des Wettbewerbs sind, wurden unmittelbar auf die Unzulässigkeit der Teilnahme hingewiesen. Meine Damen und Herren, im vorliegenden Antrag wird außerdem gefordert, Schulen und Öffentlichkeit über die Regelungen zum Schulsponsoring zu informieren. Alle Schulen, und ich sage es nur einmal, wurden bereits eine umfangreiche Handreichung Schulsponsoring heute, ein Leitfaden für Schulen, Schulträger und Unternehmen bereitgestellt, die auch online verfügbar ist. Darüber hinaus werden die Schulleitungen von den Schulaufsichtsbehörden beraten. Auch das Schulministerium ist mit den Bezirksregierungen in Dienstbesprechung oder aus Anlass von Einzelfällen im Austausch. Ich meine, das ist doch klar, da brauche ich mir doch keinen Zeitpunkt nehmen, jetzt muss ich das noch mal schreiben, sondern immer, wenn es bedauerlicherweise Einzelfälle gibt, nehmen wir das natürlich zum Anlass, in den Besprechungen, die regelmäßig stattfinden, das dann auf die Tagesordnung zu nehmen und dann darauf hinzuweisen, dass das bitte zu beachten ist. Meine Damen und Herren, in § 99 Schulgesetz ist klar eingegrenzt. Schulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben für den Schulträger Zuwendungen von Dritten entgegennehmen und auf deren Leistung in geeigneter Weise hinweisen, wenn diese Hinweise mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule vereinbar sind und die Werbewirkung deutlich hinter den schulischen Nutzen zurücktritt. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter mit Zustimmung der Schulkonferenz und des Schulträgers. Und ich habe keine Hinweise darauf, dass Schulleiter hier eigenmächtig diese Bestimmung nicht ernst nehmen. Das dient doch auch ihrem eigenen Schutz, sich hier nicht in einen Graubereich hineinzubewegen. Deswegen ist das auch keine Verpflichtung, die Sie nicht richtig finden, sondern Sie wenden das natürlich an. Die Rechtslage ist eindeutig und restriktiv. Natürlich kann es in der Anwendung zu Fragen kommen. Und wenn Sie da sind, dann werden Sie geklärt. Die Beratung der Schulen ist mit der ausführlichen, praxisorientierten Empfehlung gegeben und ist auch breit angelegt und die Schulaufsichtsbehörden unterstützen. Ich kann nicht sehen, ich begrüße, wie gesagt, noch einmal ausdrücklich die Rechtslage. Die haben sich bewährt. Wir haben regelmäßig Gespräche mit Schulleitungen vor Ort, in Vorortterminen, und dort ist diese Frage auch nicht als Problemanzeige an das Schulministerium hingewiesen werden. Und deswegen glaube ich, wir sollten tun gut daran, diese Rechtslage beizubehalten. Wir tun gut daran, wenn es Problemanzeigen gibt, diesen konsequent nachzugehen, damit sich die Rechtspraxis, die sich bewährt hat, auch fortgeschrieben werden kann. Ich denke, das ist alles, was dazu aus Sicht der Landesregierung zu sagen ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Aber zeitgleich. Gut. Also auf den letzten Drücker kam eine Kurzintervention noch rein der Piratenfraktion. Ich denke, wenn Sie einverstanden sind, nehmen wir die noch mit. Ja, ich will Sie auch mitnehmen bei dem Prozess. Das heißt, Herr Marsching möchte 90 Sekunden in seiner Kurzintervention zu uns sprechen und danach hat Frau Ministerin Lörmann Gelegenheit, darauf zu erwidern. Herr Kollege Marsching. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es ist auch kürzer. Ich hatte drei Fragen gestellt. Ich habe jetzt eine Antwort gehört. Ich darf vielleicht die eine Frage noch mal wiederholen. Wie kann es sein, dass es tatsächlich fast 3 Jahre gedauert hat, bis dieser Lesewettbewerb, der bei dem Versandhändler, ich nenne den Namen jetzt für Sie auch mal nicht, wie kann es sein, dass es jetzt bis fast 3 Jahre gedauert hat, bis dieser Lesewettbewerb da offen, der offensichtlich ja gegen das Gesetz verstößt, aufgefallen ist, wenn so viele Schulen daran beteiligt sind, wenn so viele Schulleiter auch daran beteiligt sind an den betroffenen Standorten, haben die das alle nicht gewusst? Hier wird ständig von bedauerlichen Einzelfällen geredet. Aber wenn ich jetzt sehe, dass diese Aktion von so vielen Schulen und so vielen Schulleitern freundlich und freudig angenommen wurde und jetzt auf einmal sagen Sie, ah nee, das ist ja doch unzulässig, dann ist es doch ein strukturelles Problem und dann können Sie doch nicht sagen, naja, das sind alles Einzelfälle und wischen das so vom Tisch. Wie kann es sein, dass das fast 3 Jahre unentdeckt geblieben ist? Also ich habe die Antworten
Antworten auf Ihre Fragen, soweit ich sie aufgenommen habe, sehr geehrter Herr Marsching, in meinen Text mit eingebaut. Und war, deshalb hatte ich die Absicht, diese Fragen auch zu beantworten. Und was das angeht, ist doch klar, dass eine Behörde erst dann einschreiten kann, wenn ihr Dinge bekannt werden. Im Übrigen ist das dann insgesamt betrachtet ein Sachverhalt und es sind nicht mehrere Sachverhalte. Das will ich bei der Gelegenheit noch einmal sagen. Und auch wenn durch welchen Mechanismus es hätte vermieden werden können und eine frühere Bearbeitung hergestellt werden können, das hat sich mir aus Ihrer Frage nicht erschlossen. Und ich bin dankbar, dass die anderen Fraktionen des Hauses diese Einschätzung offensichtlich teilen. Soweit vielen Dank, Frau Ministerin Nörmann. Kurzintervention und Entgegnung der Landesregierung. Damit sind wir endgültig am Ende der Aussprache angelangt. Und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 12103 an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer ist für diese Überweisungsempfehlung? Danke sehr. Stimmt jemand dagegen oder enthält sich? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11.